Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich hier in der Handelsbörse in Leipzig zur freitäglichen Klangpause wieder via Bildschirm. Heute hören wir den Cellisten Yuki Ibaraki aus der Klasse von Professor Peter Hör sowie die Geigerin Elisa Bösch aus der Klasse von Professor Erich Höbert. Sie werden jeweils begleitet von der Pianistin Verena Louis aus der Fachrichtung Solorepetition der Hochschule für Musik und Theater hier in Leipzig. Ein großes Dankeschön an den Künstler und die Künstlerinnen. Verena Louis wird sie Ihnen und das Programm gleich noch etwas näher vorstellen. Älteren Leipzigern wird der 4. Dezember oder die Nacht auf den 4. Dezember in schrecklicher Erinnerung geblieben sein. 1943 gab es an diesem Tag den schwersten Luftangriff auf die Stadt durch britische Bomber. Er forderte 1800 Menschenleben. Ein Jahr später, am gleichen Tag, traf es die Stadt Heilbronn. Mit 6500 Toten war das einer der schwersten Luftangriffe des Zweiten Weltkriegs. Um den Tod geht es auch im heutigen Kalenderblatt, das übrigens mit historischen Bildern und Fotos auch auf unserer Facebook-Seite zu finden ist. Vor genau 111 Jahren, am 4. Dezember 1909, fand die erste Einäscherung auf dem Leipziger Südfriedhof statt, dem größten und vielleicht auch schönsten Friedhof in Leipzig, der ja auch eine wunderbare Parkanlage ist. Feuerbestattungen waren noch bis 1906 streng verboten, aber die schnell wachsende Bevölkerung und auch der Bruch mit geltenden Kirchenregeln sorgten dafür, dass dieses Verbot bald aufgehoben wurde. Und so kam es dazu, dass in die gerade aktuellen Baupläne zur Erweiterung des Südfriedhofs eben auch ein Krematorium mit einbezogen wurde. Es wurde Teil der neoromanischen Anlage mit seinen Türmen und Arkaden, die dem Benediktinerkloster Maria Laach nachempfunden ist. Doch nun zur Musik, ganz gewiss lebendig, und ich begrüße zunächst sehr herzlich die Pianistin Verena Louis. Herzlich willkommen zur heutigen Klangpause in der Handelsbörse in Leipzig. Mein Name ist, wie Sie schon gehört haben, Verena Louis und ich bin als Pianistin an der Hochschule für Musik und Theater Mendelssohn-Bartholdy tätig und begleite dort mehrere Streicherklassen. Die heutige Klangpause gestalte ich zusammen mit zwei Studierenden, mit denen ich mich durch die gemeinsame Arbeit seit vielen Jahren eng verbunden fühle. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken bei der Geigerin Elisa Bösch, die in wirklich allerletzter Sekunde einspringen konnte für die überraschend verhinderte und ursprünglich an zweiter Stelle vorgesehene Cellistin. Das Konzert beginnt mit dem ersten Satz aus der zweiten Cellosonate von George Enescu, einem rumänischen Komponisten des angehenden 20. Jahrhunderts, Ende 19. Jahrhundert. Enescu, in seiner Heimat gefeiertes Wunderkind an der Violine, studierte zunächst in Wien und später in Paris. Und er war Zeit seines Lebens praktisch fünfgleisig unterwegs als Geiger, Pianist, Dirigent, Komponist und Lehrer, sehr renommierter Lehrer. Sein Kompositionsstil kombiniert und vermischt charakteristische Merkmale der rumänischen Volksmusik mit den Strukturen der klassischen Musik. Und in dieser 1935 entstandenen Cellosonate stieß er dabei fast an die Grenzen der Notation. Also er musste praktisch über jede einzelne Note etwas schreiben, damit am Ende in dem Fluss des Ganzen eine Art Improvisation herauskommt. Der ganze erste Satz ist also vom erzählenden oder fast gesprochenen Wort hergeleitet und Cello und Klavier rezitieren ohne eine einzige Pause eine Art Ballade ohne Worte oder eine Art improvisatorische Monolog. Den Part heute am Cello spielt Yuki Ibaraki.
Und danach springen wir musikgeschichtlich etwa 150 Jahre zurück nach Frankreich zu dem in Deutschland eher unbekannten Komponisten Charles-Henri René de Boisdeffre. Er war ein Zeitgenosse von Camille Saint-Saëns. Er komponierte an die 60 Kammermusikwerke und die wurden zu seinen Lebzeiten auch in den Pariser Salons, in zahlreichen Pariser Salons aufgeführt und erfuhren auch zu seinen Lebzeiten durchaus Beachtung und wurde dann aber später im Musikleben komplette Vergessenheit geraten. Elisa Bösch spielt aus der dritten Violinsonate den ersten Satz, von René de Boisdeffre meine ich natürlich, den ersten Satz. Jetzt lassen wir die Musik sprechen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Vergnügen.